Hi, du möchtest Mundharmonika lernen? Dann schau jetzt dieses Video, weil ich gebe dir drei sehr gute Gründe, warum das eine exzellente Idee ist. Also bleib dran. In diesem Video spreche ich über drei Dinge. Einmal, wie leicht es zu lernen ist, das Mundharmonika spielen. Zum zweiten, wie gesund es ist. Und zum dritten, wie portabel eine Mundharmonika ist. Also kommen wir zum ersten Punkt. Eine Mundharmonika ist im Vergleich zu manch anderen Instrumenten relativ leicht zu lernen und man hat sehr schnell Erfolgserlebnisse. Weil du zum Beispiel, wenn du bei einer Bluesharp einfach nur irgendwo mehrere Löcher bläst, ertönt immer ein C-Dur-Akkord. Da kannst du gar nichts falsch machen. Das heißt, den C-Dur-Akkord kannst du sofort. Das ist bei einer Gitarre zum Beispiel nicht so. Da musst du einige Zeit üben, bis du mal einen sauberen C-Dur-Akkord spielst. Und generell Akkorde zu spielen ist relativ simpel, weil es gibt gar nicht so viele Akkorde auf der Mundharmonika. Und wenn du ein paar Löcher nur weißt und daran ziehst zum Beispiel, dann spielst du wahlweise zum Beispiel ein G-Dur oder ein D-Moll und kannst immer wieder auf C-Dur auflösen. Also wenn ich anfange mit einem G-Dur, spiele ich hier nur drei Löcher und ziehe an den Löchern. Und wenn ich ein C-Dur will, blase ich. Sehr simpel. Einzelne Töne zu spielen erfordert ein bisschen mehr Übung, aber da gibt es noch ein anderes Video, wo du das sofort lernst. Also zusammenfassend, es ist wirklich kein Hexenwerk. Du wirst es schnell lernen, du machst ganz schnell Erfolgserlebnisse und es wird dich motivieren, weiterzuspielen. Der zweite Grund, der für eine Mundharmonika spricht, ist, dass es sehr gesund ist, Mundharmonika zu spielen. Generell sind alle Instrumente gesund, weil Musizieren sich generell positiv auf dein Wohlbefinden auswirkt. Aber du hast den Vorteil bei einer Mundharmonika, dass durch das Atmen, insbesondere durch die Zwerchfellatmung, die du einsetzen solltest, die Zwerchfellatmung ist eine extrem gesunde Atmung. Eigentlich sollten alle so atmen, tun die meisten aber nicht. Bei der Zwerchfellatmung atmest du nämlich aus dem Bauch und nicht aus der Brust. Und es hat große Vorteile. Denn wenn du das mal lernst, wie man richtig aus dem Bauch atmet, dann erhöht sich dein Lungenvolumen und du hast den schönen Nebeneffekt, dass während du Mundharmonika spielst und du diese Atmung einsetzt, einfach deine Lunge trainiert wird, es wirkt sich positiv auf dein Nervensystem aus, es entspannt und es hat sehr viele positive Effekte. Deshalb kann ich nur empfehlen, diese Atmung einzusetzen. Und sie ist praktischerweise auch noch die perfekte Atmung, um Mundharmonika zu spielen. Denn wenn du die Zwerchfellatmung einsetzt, kannst du deinen Atem besser kontrollieren, kannst länger ausatmen und kannst so die Töne länger halten, beziehungsweise auch staccato-mäßig spielen, einfach nur durch die Kontrolle der Atmung. Und das zu lernen, ist sehr viel wert. Beim Yoga atmet man so. Auch Sänger atmen so. Sänger könnten Töne gar nicht so lange halten ohne diese Atmung. Das heißt, wenn du Mundharmonika spielst und es richtig machst, dann lernst du etwas nebenher, was du immer brauchen kannst. Der dritte Punkt ist ganz einfach. Eine Mundharmonika kannst du überall hin mitnehmen. Ich kenne kaum ein Instrument, das so portabel ist wie eine Mundharmonika. Mein erstes Instrument war beispielsweise ein Klavier und ich fand es ganz nett, aber mich hat es schon gestört, dass man ein Klavier nicht einfach irgendwo hinnehmen kann. Deshalb habe ich dann Gitarre gelernt und auch eine Gitarre ist nicht so portabel, wie man denkt, weil man braucht einen Koffer dazu oder eine Tasche. Eine Mundharmonika, wenn die in einem Softcase kommt, steckst du in die Tasche und dem Instrument kann nichts passieren. Du merkst nicht mal, dass du es dabei hast. Aber wenn du Lust hast, spielst du einfach. Du kannst dich auf eine Parkbank setzen, kannst üben, kannst Leute erfreuen um dich herum. Also eine Mundharmonika, ich kann mir kein besseres Instrument vorstellen, um es irgendwo hin mitzunehmen. Besonders, wenn die Mundharmonika mit einem Softcase ausgestattet ist, wo du die Mundharmonika gefahrlos überall hin mitnehmen kannst und indem sie sicher ist. Ich hoffe, die drei Gründe haben dich überzeugt, Mundharmonika zu spielen. Ich kann dich nur ermutigen. Wenn du Interesse an der Xalani Mundharmonika hast, dann gibt es einen Link in der Beschreibung. Die kommt nämlich mit einem tollen Softcase und mit einem kostenlosen E-Book, wo du alles lernst, was du wissen musst, um Mundharmonika zu spielen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und abonniere den Kanal, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video online ist. Dann wünsche ich viel Spaß beim Mundharmonika-Spielen und bis dann.